Parteitag in den Bundesvorstand. Da ist auch der Kontakt zustande gekommen und der hat direkt gesagt, Mensch, die Wahl in Sachsen ist so wichtig, sag Bescheid, dann komme ich zu euch. Und das hat dann sehr spontan funktioniert. Deswegen ist heute hier, gerade aus Nordrhein-Westfalen, wo die Zustände noch gravierender sind als in Sachsen, hat er bestimmt noch einiges zu berichten. Deswegen freue ich mich, dass er heute ins schöne Sachsen gekommen ist. Begrüßt mit mir Kai Gottschalk. Schön, dass du da bist, Kai. Ja, liebe Freunde, erstmal möchte ich euch natürlich. Erstmal möchte ich euch natürlich die Grüße des Bundesvorstandes übermitteln, der natürlich ganz interessiert hier nach Sachsen hinschaut. Ich habe auch mit eurem Wahlkampfteam gesprochen und die haben so gesagt, Kai, spiel mal den Mahner, spiel mal den, der sagt, wir haben immer noch Rückkopplung, wie könnte es in Dresden, in Sachsen ausschauen, wenn ihr hier nicht zusammen mit uns das blaue Wunder schafft, liebe Freunde. Und ich will euch gerne mal über das schöne NRW, wo ein Herr Rau, eine Frau Kraft, ein Herr Laschet und jetzt ein Herr Wüst regiert, berichten, wieso die Transformation, der Strukturwandel geschaffen wurde. Wir sind ja in einem Boot. Ihr habt hier Braunkohletagebau, haben wir in NRW auch. Wir hatten auch in NRW mal Kohleabbau, und zwar Steinkohle. Wir waren einer der größten Stahlproduzenten. In Bochum gab es mal ein Opelwerk und Nokia. Die haben richtig Subventionen abgegriffen, etwa 90 Millionen Euro, das wären heute schon in D-Mark, das wären heute schon so einige 100 Millionen Euro. Kennt einer noch Nokia? Nokia ist weg. Hat einer mal Duisburg angeschaut, wie Duisburg aussieht, liebe Freunde? Fragt da mal die Leute in Marxloh, wie dort der Strukturwandel aussieht. Er ist hier von Leuten schon beschrieben worden, vom Sebastian und von anderen. Das ist ein verlorener Stadtteil und da hat die AfD schon vor 10 Jahren gewarnt, dass es No-Go-Areas gibt. NRW ist, glaube ich, Spitzenreiter in No-Go-Areas und das wollen wir und braucht ihr hier im schönen Sachsen nicht. Lasst uns dafür kämpfen am 1. September. Wir hatten auch mal RWE, die haben Kernkraftwerke betrieben, wir hatten die Ruhrkohle AG, alles platt gemacht von den grünen Ideologen. Deswegen, liebe Sachsen, ihr seid und liebe Bürger, die hier vorbeigeht, auch Freiheitskämpfer. Ihr könnt am 1. September den Stein der medialen Einmauerung und der wirtschaftlichen Dysfunktionalität Deutschlands auflösen. Und fangt ihr in Sachsen da am 1. September zusammen mit an. Aki hat es eben angesprochen. Einen schönen Tag und ich glaube, auch dafür muss unsere AfD, da müsst ihr in Sachsen für stehen, für soziale Gerechtigkeit. Wir haben am 11. Juni, ist eigentlich für mich als Rheinländer ein schöner Tag, denn da machen wir den Karneval, das kennt ihr ja, dann flippen wir aus, haben wir die 5. Jahreszeit. An diesem 11. Juli aber, das war gar kein schöner Tag, warum? Da haben wir den Steuerzahler-Gedenktag gehabt. Das heißt, bis zu diesem Tag, haltet euch fest, und liebe Bürgerinnen und Bürger, die ihr hier vorbeigeht, am 11. Juli habt ihr erst angefangen, auch die Handwerker, die hier sitzen, die Selbstständigen, in die eigene Tasche zu verdienen. Bis zum 11. habt ihr für Baerbock, Habeck und Co. gearbeitet und für ihre Kriegsfrauen allein in der Ukraine. Das ist keine soziale Gerechtigkeit, das ist für mich moderne Sklaverei, liebe Freunde. Auch das gilt es abzuwählen hier in Sachsen. Und ich bin heute auch stolz, weil ich bin ja Wahl-Nordrhein-Westfalen, bin sozusagen Migrant im eigenen Land, ich komme aus Hamburg. Und Hamburg ist die Partnerstadt von Dresden. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, das ist schon ein besonderer Tag, wenn man hier dann steht. Und Jörg Orban hat angesprochen, die CDU, und ich sage es mal recht deutlich, man kann es mit schönen Worten ausdrücken, aber da ich Hamburger bin, wirklich das mal so aus, wie ich die CDU sehe. Herr Günther, Herr Wüst liegt mit den Grünen im Bett. Er liegt und die CDU als Juniorpartner in Baden-Württemberg im Bett. In Hessen liegt die CDU entsprechend mit der SPD im Bett. In Thüringen macht diese CDU einen postkommunistischen Ministerpräsidenten möglich. In Hamburg würden wir sagen, wer so sich verhält, der ist eine moderne Wanderhure. Und das ist für mich diese Partei. Das müssen die Wähler wissen.
Sie stehen für die Macht mit jedem Respekt. Und auch das gilt es am 1. September zu vermeiden, zu verhindern. Da müsst ihr aufstehen hier in Sachsen. Und kommen wir mal zur Wettbewerbsfähigkeit. Ich habe es eben angedeutet. Man hat das mit vielen Subventionen versucht in Nordrhein-Westfalen. Ihr könnt auch nach Duisburg, ihr könnt nach Bochum, ihr könnt nach Essen gehen, da hatten wir den Bundesparteitag. Essen vor 30 Jahren und heute, das sind Welten, liebe Freunde. Der Strukturwandel von den grünen Ideologen und den Kommunisten, die es mittlerweile auch in der SPD gibt, die wollen ja noch quasi auf diesen Steuerzahler-Gedenktag, also mehr als ein halbes Jahr, schafft ihr für die noch wieder eine Vermögenssteuer einführen, was die so für Träumereien haben. Wisst ihr übrigens, dass mehr als 20% der Steuereinnahmen in Deutschland ins Ausland fließen? Das sind nicht nur die Radwege in Peru, liebe Freunde. Das ist 1 Milliarde für Indien, 1 Milliarde für andere Länder wie China. Da hauen wir die Kohle raus. Und unsere Landwirte zum Beispiel, da reden wir über 1 Promille, die sollen die Agrardieselrückerstattung nicht mehr bekommen. Wir hauen die Kohle nur so raus. Aber für unsere eigenen Leute haben wir kein Geld mehr und unsere Wirtschaft droht zusammenzubrechen. Jörg hat das beschrieben, auch das gilt es am 1. September hier in Sachsen endlich zu beenden, endlich diesen schwarzen Stein aus der Mauer zu entfernen und durch ein frisches Blau zu ersetzen. Ich habe es eben angesprochen, Nokia. Viele von den Jüngeren kennen nicht mal mehr Nokia. Nokia war einstmals der Weltführer beim Mobilfunktelefon. Gehört inzwischen zu Microsoft. NRW hat sich das viel kosten lassen. Und wir fangen jetzt wieder an mit einem Staatssozialismus in Magdeburg. Ich gönne das den Magdeburgern, weil das ist toll. Da kommt Intel hin. Man will etwa Gesundheit 4.000 Arbeitsplätze schaffen mit mehr als 10 Milliarden Euro Subvention. Wisst ihr, Leute, was das heißt? Jeder Arbeitsplatz dort, und das ist blanker Sozialismus unter Honecker, kostet 2 Millionen Euro. Erklärt der Alpen hier mal, wie die Gewinn machen wollen, wie viel Steuern diese Arbeitnehmer zahlen müssen, damit diese Subvention jemals wieder reinkommt. Und eins habe ich auch bei den großen Unternehmen erlebt. Das macht nicht der Mittelständler hier vor Ort, nicht der Handwerker. Die sind wie Heuschrecken. Nachdem nämlich Bochum Ende war, ist Nokia nach Asien gegangen und dann haben sie dort weiter Subventionen abgegriffen, bis sie pleite gegangen sind. Freunde, unsere Wirtschaft muss sich von selbst tragen. Das hat Jörg gesagt, wir brauchen die günstigsten Strompreise und nicht die höchsten auf der Welt. Das ist Wirtschaft, das ist soziale Marktwirtschaft. Ja, nicht, dass unsere Rentner im Dunkeln sitzen, weil sie sich den Strom nicht mehr leisten können. Nicht, dass die Menschen mittlerweile anfangen zu frieren, weil sie nicht mehr heizen, weil sie sich das Erdgas und das Heizöl nicht mehr leisten können, weil wir eine sogenannte CO2-Steuer oben drauf hauen. Auch sowas Besoffenes können sich nur Grüne irgendwann in ihrem gleichen Ministerium unter Herrn Habeck, dem Kinderbuchautor, ausdenken, meine Damen und Herren. Auch diesen Spuk müsst ihr hier beenden. Wir werden von Narren, von Leiern und von Staatsamateuren regiert. Wie gesagt, auch in Leipzig soll ja dann eine weitere Halbleiterindustrie mit etwa nur 5 Milliarden Subventionen entstehen. Auch das gönne ich den Menschen. In Schleswig-Holstein haben wir mittlerweile mehr als 100 Millionen Euro rausgehauen, damit die grüne Transformation gelingt. Da soll ein Batteriewerk entsprechend stationiert und hinverordnet werden. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Setzt euch das mal im Kopf zusammen. Ich habe eben von 400 Millionen für unsere Landwirte gesprochen. Da, wo es passt, hauen sie aber die Kohle dann raus. Und nochmals, wenn wir von 400 Millionen reden, wir haben den Staatshaushalt, wenn das ein Meter ist ungefähr, dann soll der jetzt 400 Milliarden Euro zeigen. Das ist unser Bundeshaushalt. Der Meter ist unser Bundeshaushalt. Und wir haben nicht einen Millimeter, die Handwerker wissen, was das heißt. Das kannst du kaum ohne Brille erkennen, was ein Millimeter ist. 1 Millimeter sind diese 400 Millionen. Und nochmals, das kann man gar nicht oft genug sagen, das haben wir nicht für unsere Landwirte über. Da sage ich, pfui, schon dafür gehört dieser CDU und der ganzen grünen Bagage ein kräftiger Tritt in den Hintern am 1. September. Deswegen unterstützt auch den Sebastian, unterstützt alle in der Lausitz. Wir sind davon auch betroffen in Garzweiler. Glaubt einer nach dem, was ich erzählt habe, und das Ruhrgebiet war mal die Herzkammer Deutschlands,
Da sind die Gelder hingekommen. NRW, mein Bundesland, war mal Nettozahler. Heute sind sie Empfänger. Das hat die SPD, die doch für die Arbeitnehmer da ist, in Nordrhein-Westfalen angerichtet. Und glaubt bitte nicht das Märchen. Jetzt macht die Bahn ein kleines Ausbesserungswerk und eine Reparaturwerkstatt in der Lausitz, wenn denn der Braunkohletagebau platt geht. Wir selbst in NRW glauben nicht mehr daran, weil wir haben die leuchtenden oder die verheerenden Beispiele mit den Stahlkochern. ThyssenKrupp soll ja jetzt auch 25% an den tschechischen Investor gehen. Ich glaube, die werden auch irgendwann still und heimlich, wenn die AfD nicht regiert, begraben. Glaubt also diese Märchen nicht, dass da irgendwelche Amateure, auch Scholz oder Frau Esken, ich kann das ja, ich habe es auf dem Bundesparteitag, ich kann dieses Horrorkabinett ja weiter fortsetzen, aber ihr wollt nachher noch grillen, was trinken, Spaß haben. Glaubt ihr ernsthaft, die können Wirtschaft planen? Also selbst die SED konnte das ja nicht. Ja, aber die können schon gar nicht Wirtschaft planen. Ich glaube, die können sich noch nicht mal alleine die Schnürsenkel zubinden, wenn es Nacht ist. Leute, diese linken Träumer, diese roten Socken gehören nicht mehr ins Parlament. Sie haben die Arbeitnehmer ruiniert, sie haben unsere Wirtschaft ruiniert. Und wenn sie so weitermachen, ruinieren sie unsere ganze Gesellschaft, weil wir haben ja offene Grenzen, Freunde. Auch das fängt in Sachsen hier an. Ein Stoppschild für diesen ideologischen linken Wahn. Dafür müssen wir aufstehen und diese Mauer einrennen am 1. September. Ich kann auch ein anderes verheerendes Beispiel bringen, dass dieser Staatssozialismus gescheitert ist. Es gibt übrigens für heute noch ein schönes Wort, das heißt Mezzogiorno. Das ist italienisch, das ist so die Landschaft des Südens, Neapel und dann runter bis zum Schuh. Da hat man seit 1960 in mehreren Phasen, festhalten, fast 100 Milliarden Euro an Subventionen versenkt. Da hat man ein großes Stahlwerk gebaut, das könnt ihr heute noch besichtigen. Es rostet vor sich hin. Da wollte man chemische Industrie ansiedeln. Rostet vor sich hin, könnt ihr euch alles anschauen. 100 Milliarden. Wer hat es wohl mitbezahlt am meisten? Wir zahlen 27% in diese EU ein. Das ist von deutschen Steuergeldern, von den fleißigen Handwerkern, die hier sitzen, gezahlt worden. Von den Arbeitnehmern, die wie gesagt fast 50% an Abgaben an diesen Staat löhnen. Und was stehen dort? Industrieruinen, meine Damen und Herren. Wirtschaft kann nur funktionieren mit einem gesunden Mittelstand, mit einem fairen Steuersystem, mit einer fairen und gerechten Unternehmensbesteuerung und vor allen Dingen mit günstiger Energie. Aber das werden die Grünen nie lernen. Günstige Energie ist der Schlüssel, deswegen auch hier zurück ganz klar zur Kernenergie. Der Braunkohletagebau, der bleibt, da machen wir uns autark mit, das ist unsere eigene Energie. Weg mit dieser Klimaideologie, die uns weismachen will, dass 2% der Deutschen oder 2% der CO2-Emissionen kommen aus Deutschland und am deutschen Wesen und am grünen Wesen soll wieder die Welt genesen. Nein, sie ruinieren die Menschen, die hier sitzen, die Rentner, die auf gute Arbeitsplätze angewiesen sind, weil daraus werden die laufenden Renten bezahlt. Trotz hoher Einnahmen müssen wir nach wie vor mehr als 120 Milliarden, und das ist gut so, in die Rentenkasse zahlen. Das geht nur mit einer blühenden Wirtschaft, und das schafft der Kinderbuchautor nicht, das schafft euer Kretschmer hier nicht, das schafft nur ein Jörg Urban und eine AfD, liebe Freunde, und das müsst ihr den Menschen hier sagen. Ich stehe hier heute wirklich als jemand, der euer schönes Sachsen davor bewahren will, diesen ideologischen und idiotischen Weg Nordrhein-Westfalen zu gehen. Nordrhein-Westfalen war mal blühend und ist jetzt, ähnlich wie das Ruhrgebiet, eine Industrieruine. Und das haben die Grünen, die SPD vor allen Dingen und diese CDU, die mit Herrn Laschet, das ist ja auch so ein ganz netter, den haben wir ja gesehen, der lächelt ja noch bei Fluten. Diese Menschen haben die Verantwortung, dass NRW an der Wand steht. Und das muss man den Menschen hier auch sagen. Sachsen hat ein gesundes Fundament mit einer vernünftigen Regierung, einer vernünftigen Politik, runter mit den Steuern beispielsweise. Aki hat es eben gesagt, das ist ja fast schon Inländerdiskriminierung. Da sagt einer also ernsthaft, ausländische Arbeitnehmer sollen günstigere Steuersätze in den ersten 3 Jahren haben. Was ist mit unserem Mittelstand? Was ist mit den Handwerkern? Und was ist mit dem fleißigen, echten Facharbeiter, der hier in den Betrieben schafft? Die dürfen dann die höheren Steuern zahlen. Wählt man solche Menschen noch? Wählt man eigentlich Menschen, die ihr offen ins Gesicht sagen, du bist mir auf gut deutsch steuerlich scheißegal. Es ist mir völlig egal. Wenn jetzt aber die gewünschten Facharbeiter kommen, ich dachte eigentlich, wir hatten schon so 2 Millionen aus Syrien bekommen mit Frau Merkel, 2015 war es wohl auch nicht. Liebe Freunde, das
geht so nicht. Entweder profitieren alle von günstigen Steuern und das motiviert oder keiner. Aber so einen strukturellen Inlandsrassismus, den hier die FDP vom Zaun bricht, auch den wird es mit Jörg Orban und unserer AfD hier in Sachsen nicht geben. Hier werden alle gleich behandelt und niemand besser. Und in dieser Steuerdebatte sollten wir uns vielleicht mehr, wenn wir wirklich Facharbeiter haben wollen, mal Gedanken machen, das finde ich interessant, auch das ist sozial. Es gibt durchaus Rentner, wenn die fair und Menschen, die ins Rentenalter kommen, arbeiten wollen. Aber auch da könnten wir uns mal intelligente Lösungen ausdenken. Wie machen wir das, wenn ein Rentner zu seiner tatsächlich vielleicht manchmal gar nicht so üppigen Rente hinzuverdienen will? Wie wollen wir das mit den KV-Beiträgen regeln? Denn da werden die häufig dann bestraft, dass die dann nicht mehr in der Krankenversicherung der Rentner sind, liebe Freunde. Das sind doch die drängenden Punkte. Und es gibt bestimmt viele Rentner, die würden, ob nun im Stahlhandel, ob nun beim Handwerker, ob beim Tischler, beim Zimmermann, beim Dachdecker, beim Gasinstallateur oder auch irgendwo beim Steuerberater oder der Rechtsanwaltskanzlei weiter mitmachen, wenn man doch faire Regelungen trifft. Nein, was macht diese Regierung wie so oft? Sie denkt darüber nach, wie man Menschen, die noch gar nicht hier sind, die nichts zu diesem Sozialsystem beigetragen haben, 3 Jahre mit einem Steuerbonus belohnen kann. Meine Damen und Herren, auch dafür gibt es am 1. September nur eine Antwort. Die rote Karte und eine klare blaue Karte für Jörg Orban hier in Sachsen. Und deswegen bleibt eines festzustellen, auch jetzt für mich nach 7 Jahren Bundestag. Ich habe da gedacht, als ich im Bundestag gekommen bin, die sind gute Schauspieler. Die können das wahrscheinlich besser. Aber ich sehe ja viele Kollegen. Ich sehe den Steffen. Hi. Und Steffen wird es bestätigen. Nee, die können das nicht besser. Das sind keine Schauspieler. Die sind in Teilen im Finanzausstoß so dämlich, wie sie Politik machen. Das muss ja auch mal deutlich auf den Punkt gebracht werden. Die können es einfach nicht. Und auch deshalb gehören sie auf die Ersatzbank geschickt, meine Damen und Herren. Liebe Freunde, die sind unfähig. Und gib einem Sozialisten Geld, er gibt es aus, gib ihm noch mehr Geld, er wird noch mehr ausgeben für die unsinnigsten Vorhaben. Nein, wir haben, das sagen auch unsere Kollegen, und das kann man euch sagen, ihr zahlt wahrlich genug Steuern, wenn denn einer kommt. Wie wollen wir es finanzieren? Das ist wie mit der schwäbischen Hausfrau. Wir haben kein Einnahmeproblem, liebe Freunde. In Deutschland haben wir mit diesen Fachkräften von der CDU, von der SPD, von der FDP, von den Grünen, von WSW will ich gar nicht reden, dieser Systempartei, die jetzt geschützt wird und auch jetzt schon so in die Stapfen der CDU sozusagen tritt und sich eine Wagenknecht, muss man sich mal vorstellen, an den Hals eines Kretschmer, schon das Bild ist ein bisschen abstoßend, aber immerhin, sie wirft sich in die Arme dieses Möchtegern-Ministerpräsidenten, liebe Freunde. Nein, die können mit Geld einfach nicht umgehen. Sie können es nicht und auch deshalb müsst ihr die auf die Ersatzbank stecken, meine Damen und Herren. Das ist unsere Pflicht für die Kinder, aber auch für unsere Großeltern, die dieses Land aus Trümmern aufgebaut haben. Eine Verpflichtung meiner Großmutter gegenüber meinen Eltern und euren Kindern. Schon das ist Herausforderung genug, am 1. September entsprechend blau zu wählen. Und wenn man dann sagt, was wollen wir noch so tun? Ja, wir wollen zum Beispiel den Grundfreibetrag nicht nur auf 12.000 Euro, in etwa 87 sind es genau, erhöhen. Nein, wir wollen den Grundfreibetrag für die Menschen, die arbeiten, auf mindestens 14.000 Euro erhöhen, damit ihr wirklich mehr Netto vom Brutto habt. Ich glaube, das ist Leistungsgerechtigkeit. Leistungsgerecht ist, wenn wir dieses verdammte Bürgergeld abschaffen, meine Damen und Herren, und damit sich Arbeit wieder lohnt und die auch wirklich zum Arbeiten, zum Handwerksbetrieb gehen. Ich glaube, ich habe hier mit einigen Handwerkern eben im Publikum gesprochen. Die sagen, du findest doch gar keinen mehr entsprechend, der für 2.500 oder 3.000 brutto arbeiten geht. Und auch das können wir untermauern. Es gab eine Studie entsprechend von Clemens Fuß. Der hat dargelegt, offen in einer Studie, es macht gar keinen Sinn für Menschen, die in Städten wie Dresden, Düsseldorf, München, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, ich könnte das fortsetzen, also in diesen Städten lebt, und wenn einer Vollzeit arbeitet, ich sage es jetzt mal ganz bewusst etwas genderneutral, also einer arbeitet und der andere nur halbe Tage und man hat 2 Kinder. Dann hat er dargelegt, ich lüge jetzt nicht oder verspreche mich auch nicht, wenn jetzt derjenige, und jetzt aufgemerkt auch alle, die hier vorbeigehen, wenn derjenige jetzt auf Vollzeit der halbe Tage arbeitet, umsteigt
fallen so viele soziale Zuwendungen, Wohngeld, Kinderzuschlag und so weiter weg, dass er bei Vollzeit 39 Euro Cent die Stunde mehr verdient. 39 Euro Cent, liebe Freunde. Das ist nun wirklich blanker Sozialismus und das hat Herr Kretschmer genauso zu verantworten. Die haben da nämlich mitgemacht wie die Regierung in Berlin. Und auch die müssen wir dann in gut einem Jahr aus ihren Regierungsbänken hebeln. Wir haben überhaupt nicht verstanden, was soziale Gerechtigkeit, was Arbeit und was alles drumherum das bedeutet, liebe Freunde. Die diskreditieren Arbeit und die machen es unserem Mittelstand, unseren Handwerkern schwer, überhaupt noch Fachkräfte zu finden, weil wer will denn für 39 Euro Cent ernsthaft arbeiten? Ich kann das sogar verstehen. Das ist ganz logisch gehandelt. Also, ich weiß, mein Name ist Gottschalk, ich könnte jetzt noch eine Stunde reden. Ich sehe den Maximilian Krah, der will auch gleich reden, den wollt ihr auch hören. Deswegen bitte ich euch inständig, als Bufo, als jemand, der aus NRW kommt und die Missstände und das Elend dort kennt, macht es nicht den NRWlern gleich, geht den sächsischen Weg. Sorgen wir zusammen für ein blaues Wunder am 1. September und einen Regierungschef, der Jörg Orban heißt. Vielen Dank.